遥か遠い昔、古の頃、モンスターと心を通わせ、眠れる力を目覚めさせる者がいた。Monster Hunter Stories. Ja, langes Intro und damit herzlich willkommen zu Monster Hunter Stories. Ich weiß, wir sind etwas früh dran, das Spiel wird wahrscheinlich im Oktober irgendwann rauskommen. Bevor das Intro jetzt auch wieder losgeht und ich will auch gar nicht lange loslabern, drücken wir jetzt einfach A und gehen mal in das Spiel. Beziehungsweise jetzt kommen wir zum New Game Auswahl. Ja, ihr seht, wir starten gerade frisch rein. Ich wollte schon mal anfangen auf dem 3DS, hatte dann aber das Problem, dass ich mir dann gedacht habe, boah, es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, das aufzunehmen. Naja, und da wären wir. Die Qualität und Grafik, naja, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das zusammenschneide, ob ich das untere Fenster mit reinspiele oder nicht. Jedenfalls habe ich hier unten die Auswahl für New Game. Ich denke mal, ich mache ein Splitscreen oder so. Ich bin mir echt noch nicht sicher, wie ich es am besten mache. New Game, so. Und ja, damit beginnen wir nun auf diesem Kanal auch 3DS-Games aufzunehmen. Und da sind mir auch noch ein paar Möglichkeiten offen. Ich könnte zum Beispiel auch Monster Hunter Generations spielen, aber hier erstmal ein weiteres Video. あの人の到来を見よ、彼は白き竜にまたがりて颯爽と天かける。
き闇をうがち、光を取り戻すのだ。彼はモンスターライダー。モンスターと絆を結びし者である。Ein schwarzer Bildschirm. Und ja, wir müssen halt damit leben, dass es halt 3DS-Grafik ist, die wir am PC hier anschauen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut's am Handy, da kommt's dann dem 3DS am nahesten. Und dementsprechend denke ich auch, ich mach Fullscreen. Lilia, hey, hey, ihr beiden, hierher. Lilia, wir sollten nicht hier sein. Ich vermute, es ist hier irgendwo. Ein Monster-Ei. Muss hier irgendwo sein. Willst du kein Monster-Ei sehen? Nun, sicher möchte ich das. Haben wir Angst? Vielleicht weil Monster hier sind? Ich habe keine Angst. Ich werde ein Reiter. Ich werde bald ein Reiter. Dinge wie das jagen mir keine Angst einmal der. Siehst du? Du hast Angst. Nein, ich bin nur erschrocken. Beziehungsweise ich bin nur überrascht, dass alles. Ich wundere mich, was das hier ist. Hey, lass uns schnell ein Ei finden. Jungs. Du bist doch nicht ängstlich, oder? Dann beweis es. Na gut, lasst uns gehen. So ist richtig. Lass es uns zusammenfinden. Ah, da ist ein Komma hinten. Wenn du ein Monster-Ei findest, pfeife. Genau. Pfeife einfach und wir treffen uns wieder. Und wir, dessen unser Gesicht noch nicht gesehen worden ist, bleiben zurück mit einem kleinen Ladebildschirm. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund von Ladebildschirmen. Und da wären wir, Secret Trails. Ja, dank der Community gibt es einen tollen, tollen Englisch-Patch, der uns hier die Möglichkeit bietet, das Ganze auch in Englisch zu spielen. Und die Grafik, wie gesagt, ist nicht mein Ding. Normalerweise bin ich echt ein Grafik-Junkie. Hiermit müssen wir jetzt leider leben. Ich würde mir wünschen, es käme irgendwann ein guter 3DS-Emulator, der das auch packen würde, raus. Dass man das Ganze upscalen könnte. Hier sehen wir leider jede Menge Pixel und kleine Ecken und so weiter. Aber nun gut, damit müssen wir nun vorerst einmal leben. So, wir starten unsere Karriere als kleiner Monsterreiter, beziehungsweise sind wir ja noch gar nicht. Und sammeln zweimal Farbbeeren. Das Schöne ist, es erinnert, klar, Monster Hunter, man hört die Sounds, es ist einfach, wenn man Sachen aufhebt, dillim. Und noch mehr. Ah, Adamantit-Samen. Und es werden wahrscheinlich auch die gängigen Itemnamen sein, dementsprechend hier Honig. Ja, Honig. Können wir uns, oh, da ist das, komme ich da hoch? Nee, ich kann nicht springen. Schade, ich kann nicht springen. Hey, Chevel. Hey, Lilia hat sich sehr merkwürdig verhalten. Ich übersetze auch frei, mein Englisch ist jetzt nicht so gut. Wird schon irgendwie gehen. Wenn ihr wollt, lest es selber. Aber zumindest für die Leute, die gar keinen Bock haben zu lesen, übersetze ich es in etwa, sag ich mal, 90% richtig vielleicht. Ein Ei? Ich sehe hier aber keine Eier. Aber vielleicht sollten wir nach einem suchen. Das macht Sinn, jetzt wo wir hier schon mal sind. So, zack. Und das hier ist quasi gerade einfach noch das, ja, sammelt alles, rennt durch die Gegend, guckt dir alles an, Tutorial. Zack. Da nehmen wir ein wenig Honig mit. Und ein Unique Mushroom. Sind die nicht irgendwie nur da, um Punkte zu farmen? Also die können wir doch für nichts verwenden, glaube ich. So, der steht immer noch hier rum. Und im Gras können wir nicht schneller laufen, im hohen Gras. Oh, sie hat eins gefunden.
Ja, Lilia pfeift. Von Lilia vorne weg. Okay, so, da sind Knochen, die können wir sammeln. Doch, wir nehmen uns kurz einfach noch die Zeit, hier alles mitzunehmen. Ich meine, das Zeug könnte man alles mal gebrauchen. Irgendwann mal. Ja, Kräuter. Also, zum Heilen. Okay. So, dann rennen wir noch hier in den Gang rein. Wie gesagt, den Anfang habe ich gespielt, aber nichtsdestotrotz nicht weit, denn ich wollte mich echt überraschen lassen, was da noch kommt. Und ich weiß, nachdem ich erfahren habe, dass das Monster Hunter Stories auch irgendwann im Herbst rauskommt, hin und her gerissen, damit noch zu warten, aber hey, ich will nicht. Ich habe so Lust, das Spiel zu spielen. Ich habe damals einen Trailer gesehen und dachte mir, boah, verdammt, das würde ich gern spielen. Und da sind wir nun. Wieder mit einem schwarzen Ladebildschirm. Tada! Wir haben ein paar Eier gefunden. Wow, so ein wunderschönes Ei. Ich frage mich, was für eine Art von Monster-Ei das ist. Ich habe es im Monster Guide gesehen. Was war es? Wir werden es rausfinden, wenn wir das Ei ausbrüten. Aber es ist nicht einfach, ein Ei auszubrüten. Dann wirst du einfach ein Reiter werden. Aber wie werde ich ein Reiter? Mit Steinen. Du musst eine Zeremonie abhalten, um ein Reiter zu werden. Einfach so. Mit einem, wie nennen wir es, wie übersetzen wir es? Eigentlich Bindungsstein. Mit einem, ja, Stein der Bindung? Ihr wisst, was ich meine. Warte, die sind falsch. Hey, sei still. Weil es eine Sakret... Zeremonie ist. Hör auf drauf zu gucken. Ja, ja. So, und. Okay, jetzt kommen wir zu der Charaktererstellung. Und können unseren eigenen Charakter ein wenig gestalten. Nach guter alter Monster Hunter Tradition. Mit einem Ladebildschirm natürlich. So, da wären wir nun. Mann oder Frau? Da wir in allen Monster Hunter Spielen schon irgendwie immer einen weiblichen Charakter gespielt haben, ebenfalls hier auch wieder das Face, können wir dünn und normal. Dünn passt hier am besten. Der Skinny-Ton lassen wir so, also Hautton. Dann können wir auf die nächste Seite. So, ups. Ups, ich bin zu weit. So. Ich habe jetzt alle Augen schon durchgeguckt. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Bright ist bis jetzt, finde ich, naja, am schönsten. Mhm. Tomboy. Mhm. Okay, sehr schön. Sleepy. Oh mein Gott. Ladylike. Schicki. Dot. Oh mein Gott. Ja, wir bleiben bei Bright. So, die Augenfarbe. Ups, ich vergesse, dass ich... Die Frage ist... Moment. Ach so, wir können den Ausdruck noch ändern. Ach so, alles klar. Das sind die Ausdrücke, die wir generell im... So sehen unsere kompletten Ausdrücke aus. Wir gehen zurück auf den Standard. Ich glaube, das war so.
Okay, so und jetzt aber, ich verwechsel die Tasten immer. Also, Farben. Schwarze Augen. Vielleicht irgendwo in Richtung blau, bläulich. Okay, so. Kleiner Mund, normaler Mund. Ich glaube, der ist normal auf Standard Big. Okay, lassen wir so. So, jetzt die Haare. Da wird es vielleicht etwas interessanter. Rotieren wir mal. Natürlich. Die tollen Zöpfe. So, nun auch wieder zur Haarfarbe. Na, 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 na. Ja, ja, oder? Ah, ist ein bisschen hell. Ups. Ah, ist ein bisschen zu. Ja, okay. So können wir das. So gefällt mir das. Nun die Stimme. Ich glaube, wir können... Wir lassen das jetzt so. Make-up. Haben wir Make-up? Ups. Tja, vielleicht das hier. So, wir können die Farbe wechseln, oder? Ja, wie wär's mit einem einfachen Schwarz, würde ich sagen, hier. Okay. So. Make-up-Color haben wir auch. Und der Name. So, Moment. Ah, da muss ich jetzt mal kurz... den Stift suchen. Filgaia wäre zu lang, also bleiben wir bei Filga einfach. So, bestätigen. Wir sind uns sicher. Und damit hätten wir unseren Charakter erstellt. Der jetzt auch endlich in Erscheinung tritt, also die Jacke auszieht. Tada! Ich nenne es jetzt Seelenstein, heiliger Seelenstein. Der friedvoll ruht. Ja, erwarte neue Seelen wie Filgaia. Oder Filga. Es ist Zeit für eine neue Generation. Erwache. Stille. Es scheint nicht zu klappen. Ja, weil es nicht die richtige Zeremonie ist. Oder die echte. Na, wer erkennt's? Ein Rathalos. Wow. Ein Baby-Rathalos, voll niedlich. Wow. Der König der Lüfte, Rathalos. Wir haben es wirklich ausgebrütet. Aua. Pass auf. Hey, was zur... Es sieht aus, als ob es denkt, Filga sei sein Elternteil. Richtig, Ratti?
Ratti? Ja. Weil es ein Rattalos ist. Wir werden es Ratti nennen. Oh, ist das süß. Ich will auch ein Baby-Rattalos haben. Was ist in den anderen Eiern drin? Vor allem, das Ei sah anders aus als die anderen Eier. Wie kommt es denn überhaupt in dieses Nest? Wahrscheinlich ein Eierdieb oder so hat es hier eingelegt, hingebracht. Und da haben wir ein Ladebildschirm. Im klassischen Monster Hunter Style. Laden, laden, laden. Hakum Village. Also das Dorf Hakum. Oh, leck. Ploppen die einfach auf. Blöpp. Also ich muss euch sagen, auf dem kleinen Bildschirm sieht das Ganze wirklich schön aus, auf dem 3DS, aber so am PC, also die Aufnahme, naja. Okay. Wie man die Story erweitert. Ja, wir haben drei Bilder dafür. Wenn du nicht weißt, wie man die Story erweitert, check das Synopsis in dem Menü. Okay, dafür habt ihr wahrscheinlich unten das Bild, das ich vielleicht eingeblendet habe. Da wirst du deines aktuellen Ziels angezeigt bekommen. Ah, hier seht ihr ein Stück der Karte auch. Ein Destination Marker. So sieht es also aus auf der Karte, wenn wir sehen, wo wir hin sollen. Und wie man mit Leuten redet, ganz klar, geht. So. Und wir können diesen Hinweis auch jederzeit wieder im Notizbuch lesen. So, Hakum Village, da wären wir. Tada! Na, sag an, was gibt's hier? Weil es noch immer ein Baby ist. Wird es nirgendwo hinfliegen können jetzt? Es war ein großes Baby. Hey, ihr alle! Ihr alle drei werdet bestraft. Der Secret Trail ist verboten. Oh nein! Du hast mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, du würdest nicht zurückkommen, Cheval. Mutter, es tut mir leid. Dieser Sturmfried. Du musst dich beim Chief Omnath dafür noch entschuldigen. Denk dran, immer sehr respektvoll zu sein. Und ich werde etwas Futter, Essen in der Zwischenzeit zubereiten. Wenn diese Rattalos-Eltern in der Nähe gewesen wären, das hätte sehr schlimm ausgehen können. Lasst uns nicht darüber nachdenken. Folgt mir, wir müssen mit Chief Omnath reden, jetzt. So, und damit wären wir hier. Wir können uns jetzt ein wenig umschauen. Es ist nicht alles 100% übersetzt. Wir werden immer noch auf NPCs treffen, die vielleicht ein bisschen Japanisch sprechen. Ne? Aber ansonsten, wir können uns hier mit Cheval unterhalten. Er nennt mich Mom. Sorry, Mom. So, na gut. Ja, wir wollen nicht zu lang rumtrödeln. Die Folge ist auch bald schon vorbei, wenn ich jetzt nicht so eine ewig lange mache. Folglich rennen wir jetzt einfach zum Schief. Zack. Da hinten steht er schon rum. Und es ist halt ein bisschen laggy. Ich meine, wir schaffen die 60 FPS definitiv nicht. Dafür bräuchten wir dann eine richtig, richtig starke Capture Card und so. Aber hey, aktuell empfinde ich das ein wenig krass, dann nochmal 300 Euro für auszugeben, die Konsole einzuschicken und allem drum dran. Nee. So, Chief Omnath. So, die Kinder, kehrten sicher zurück. Ich bin so erleichtert. Nun, Chief, du siehst erleichtert aus, oder grateful? Keine Ahnung, was grateful heißt. Ich werde nochmal wegschauen dieses Mal. Aber, seid lieber sicher, unsere Regeln nicht noch einmal zu brechen. Ja. Danke sehr, Chief. Oh, gut. Ähm,
Also ist irgendetwas Seltsames ist passiert. Ohne einen Seelenstein kannst du nicht mit Monstern kommunizieren. Okay, der Seelenstein verbindet das Herz und ja, die Seele, den Gedanken. Vielleicht war es, ihr unschuldiges Herz in der Lage, sich mit dem Baby-Ratterlos zu verbinden. Filga, es scheint, dass du sehr große Reiterqualitäten hast. Was für tolle Nachrichten. Das ist amazing, Filga. Aber don't care it anyway. Okay. Ja, keine Ahnung. Steigert euch da nicht so sehr rein, heißt es, glaube ich. Ja. Okay. Das Dorf von Einbrunster. Filga, lasst uns checken. Damit geht der Nagakuga wieder. Und Ratti hat alle beschützt.